Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Römern. In der letzten Folge haben wir weiter gewirtschaftet, das wird jetzt erstmal noch so weiterlaufen. Da gibt es dann keine weiteren Aktionen sonst. Aber so ist das jetzt halt. Da müssen wir jetzt leider erstmal arbeiten. Wir müssen uns leider nur darauf konzentrieren. Was anderes können wir gerade nicht machen. Ich bin froh, unsere Goldressource konnten wir gerade eben erweitern. Dann können wir die Runde auch schon wieder beenden. Wir bekommen 9271 pro Runde. Das ist verdammt viel Schotter. Damit können wir neue Armeen aufrüsten, die so scheiße stark sind. Das ist geil. Ich werde mich jetzt auch erstmal zivil weiterentwickeln, bevor ich militärisch weitermache. Denn daran liegt momentan so unsere kleine Schwäche. Handelsabkommen muss ich noch schließen. Ich möchte jetzt mehr Geld verdienen. Möchte auch später unabhängig sein können von den Makedonen. Das ist wichtig. Möge der Friede des allweisen und allsehenden Pharaos heute über diesem Treffen liegen. Und mögen wir von der Unterredung profitieren. Überhaupt gar kein Interesse mit dem Handelsabkommen an mir. Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen und Jagen als mit Zuhören. Also beeilt euch mit euren... Auf euren Münzen sind die Köpfe hässlicher Herrscher. Niemand aus meinem Volk... Ich spüre, dass meine Güter auf uns und unseren Vertrag herablächeln. Dies ist eine ehrbare Sache. Ja, die Ägypter mögen mich halt gar nicht, aber damit muss man leben. Willkommen! Sprech! Ich muss ja irgendwo meine Ressourcen vertreiben können. Ich hoffe, ihr kommt mit ehrenhaften Worten zu mir, die ich mir gütig anhören werde. Noch kein Interesse daran. Eure Waren? Nein! Im Handel zwischen unseren Völkern sehen wir keinen Nutzen. Ich bin sicher, immer noch nicht. Eure Waren finden irgendwo Verwendung, aber nicht bei uns. Jetzt aber. Dies ist fair für mein Volk. Nun können wir trinken. Sprecht, mein Volk. Entlastet euch nicht. Im Namen. So, damit machen wir jetzt ein bisschen mehr Geld. Viel Theater bauen, bitte. So, Runde beenden. Ich muss mich halt ein bisschen verselbstständigen, das ist mir wichtig. Ich muss mich auch von den makedonischen Ressourcen lossagen können. Das ist mir halt alles sehr wichtig, damit ich da weiter arbeiten kann. Das ganze Geld habe, um damit zu arbeiten. Oh ja, dass die Makedonen sich da so krass ausziehen, ist ja heftig. Ist ja schon unmenschlich fast. Die Ägypter genauso stark. Wird eine gefährliche Sache. Da müssen wir kurz leben jetzt. Genau, ich kann die hier noch ausbauen. Die Olivenhaine, die bringen mir Nahrung. Da müssen wir jetzt kurz die Runde beenden. Aber wie viel Geld wir verdienen, ist das geil. So, gucken mal, dass wir nicht zu viel jetzt leiden müssen darunter.
Minus 7, ey, scheiße. So, gehen wir hier rüber. Müssen auch das erforschen, dann kriegen wir noch mehr Nahrung. Mir auch nur minimal mehr. Ich muss also ein paar Gebäude leider doch erstmal drauf verzichten. Seid gegrüßt, mein Freund. Ich Willkommen, der Tag. Nun wollen wir... Ich höre euch zu, wenn ihr aufhört. Nun wollen wir trinken und Dionysos für den Wein. Jetzt müssen wir bei uns zum Fischereihafen. Okay. Jetzt den Getrix ist aufgelevelt. Schon krass, wie viel Geld wir verdienen, ey. 12.000 pro Runde. Damit können wir eine Menge anstellen. Damit können wir uns richtig schön hochrüsten später. Um gegen Spanien vorzugehen. Garnisonsarmee, Garnisonsarmee. Pontos ist vernichtet. Wie viel verdienen wir eigentlich durch Handel? 5000, okay. Keiner nimmt mir so viel ab wie die Makedonen. Okay. Graika, Armenien, Afrika und Britannien. Von Griechenland war nie die Rede. Gucken wir mal wieder in die Wohlstandsanzeige rein. Boah, 1288, 1303. Also die Aquitania-Provinz nimmt richtig zu. Die ist ja noch nicht mal fertig hiermit. Geiles Ding. Runde beenden. Ich überlege schon die Anzahl, wie ich weiter vorgehe, aber ich glaube, Spanien über Land anzugreifen. Zeig gleich noch immer See, ist eine gute Kombination. Oh, wir haben mal wieder eine Schlacht. So. Dann töten wir die mal wieder hier.
Die haben mich schön vergiften. Boah, es wird scheiße, dass Makedonien so groß ist. Ich werde ehrlich sein. Ich erhoffe mir... Mit den Garamanten Bündnis einzugehen, um in Spanien vorzugehen, wäre eine geile Sache. Boah, willst du mich verarschen? Gut, eine Runde, dann bist du soweit erstmal fertig, dann kriegen wir 6 Nahrung mehr. 3 Runden brauchst du noch. Du bist 3 Runden, du bist noch 5 Runden. Sprecht, mein Freund. Entlastet euch der Diplomatie, damit wir nach der Art einfacher, ehrlicher Männer zu einer Übereinkunft kommen. Hm. Müssen wir noch mal überlegen, wie man hier weitermacht. Oh, du reißt mich ja nochmal richtig runter hier. Wollen wir auch lieber einen Fischhandel draus? Nehmen wir dann doch lieber. Ich erwarte eure Befehle. Wie kann ich dienen? Sabotieren. Ein Ehrenbedingungskampf. Ich kenne nichts außer Erfolg. Gibt es nichts weiteres? So, dann wollen wir die Runde beenden. Eigentlich haben wir schon genug Geld, um langsam eine Armee vorzurüsten. Weil ihr die ganze Zeit euch hier auch mal euch die ganze Zeit hier nur mit diesem Scheiß zuzümmeln, wie ich mich hier aufbaue wieder. Ist ja auch langweilig. Ich brauche wieder Nahrungsmittel. Ich glaube, Spanien werde ich komplett nur für Nahrungsmittel missbrauchen. Die Zeichen sind eindeutig. Roma haben wir ein Elendsviertel. Das müssen wir abreißen. So. Dann wollen wir mal die Runde beenden. Nächste Runde müssten unsere... Ne, 2 Runden braucht ihr noch. Ihr braucht noch 4. Gut. Wir haben es mit dem Bau ein bisschen übertrieben. So. Ich kann ihn weiter hochpushen, ey. Auxiliar, Kavallerie, Auxiliar, nackte Schwerter. Und hier? Kalte Schocks hier ablenken, das ist bis jetzt immer noch das Beste. Auch wieder ein Ausbildungsfeld. Hier in der Manipel-Kaserne. Ist mir nicht aufgefallen, dass ich die auch noch ausbauen kann. Machen wir mal schnell. Hätte mich ganz vergessen.
So, dann wollen wir die Runde beenden. Dann rüsten wir unsere Armeen gegen Spanien. Unsere Flotten. So viel Geld kann ich schön viel machen. Weil ich muss erstmal die Manipel-Kaserne fertig haben. Ich möchte den Ausbildungsplatz fertig haben. Na gut. Ein bisschen Zeit können wir uns lassen. Ich habe mit dem Wald. Nicht Angriffspakt mit den Ikeanern ist kein Ding. Ich weiter meine Ruhe. Erstaunlich, dass sich in Großbritannien keiner weiter ausgedehnt hat. Jetzt läuft's wieder. Apropos laufen. Geil. So. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich glaube, da probieren wir es auch wieder mit der Auxiliartaktik, die wir vorher hatten. Immer noch eine Auxiliararmee mitzunehmen. Aber wir rekrutieren erstmal noch nichts. Wir haben es doch schon mal bereit. Gut, dann können wir die Runde wieder beenden. 13.000 ist schon eine geile Zahl. Die macht mich schon so richtig geil. Hehe. Da können wir auch uns seelenruhig hier drum kümmern. So, die Iberische Konföderation, Armenien, Arachosien kommt als nächstes. Ist Armenien stark geworden, das finde ich auch cool. Darauf freue ich mich schon, wenn ich gegen die kämpfe. Ich wette, Parthien ist auch nicht gerade klein. So, hier gucken wir uns mal ein bisschen um. Du bist im Krieg mit denen, nicht wahr? Makedonien bist du im Krieg. Verdi. Du bist gescheitert, schade. Nächste Runde erst, okay. Aber hier hinten sind wir fertig. So, Zielscheiben können wir mal ausbauen. Ah, komm, Tempel des Mars wäre auch nicht schlecht. Ein bisschen höhere Moral für Einheiten, die in Rom rekrutiert werden, sind auch cool. Ist auch cool, so. So, Armenien, Arachosien, Araria. Naja. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatz. Ah, ich tue mich mit den Briten gut. Das ist auch nicht schlecht. Wir sind ein starkes Volk, versiert im Gebrauch von Reichtum und Macht. Und wir lieben. Wir sind ein starkes Volk. Versiert im Gebrauch von... Ich wüsste nicht, warum ich mit euch ein Bündnis eingehen soll. So, bekommen wir noch ein bisschen mehr Nahrung. Oh, jetzt haben wir ja deutlich mehr Nahrung. So, eine Kohortenteil-Dingens wollten wir haben. Brauchen wir erst einen Zirkus, bevor wir die wirklich weiter ausbauen können.
Gucken wir mal hier. Keltiker verdient gar nicht so viel. Das Cisalpin. Gut, aber Aquitanien ist sehr gut dabei. Und es steigt dann noch weiter, ey. Gut. Ich erwarte eure Befehle. Wir können ja schon mal eine Armee mit. So. Weitere Auxiliararmee rekrutieren. Was haben wir hier für oben Auxiliareinheiten? Auxiliar-Kurzschwerter, keltische Auxiliarkrieger. Wir hungern nach einer Schlacht. Ja, wirklich auslöschen. Rekrutieren wir stattdessen hier. Nein. So. Wir nehmen dich hier. Ich nehme schön auf Silbereinheiten, das ist gut. Artillerie müssen wir uns auch noch holen dann. Die ich auch nicht erforscht habe, fällt mir auf. Die Feldpionierwerkstatt. Ja, habe ich auch noch nicht gemacht. Okay, die brauche ich mich auch noch. Aber okay, in dem Sinne, Leute, würde ich sagen, verabschiede ich mich wieder. Wir wollen in der nächsten Folge dann unsere Armeen aufbauen, um dann in Spanien reinzumarschieren. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.